Wieder beim Madden NFL 20, neue Woche, neue Solo-Battle. Unser erstes Spiel findet hier im AT&T Stadium in Austin, Texas statt. Wir treten an gegen ein EA Sports Team. Sanders nimmt den Ball auf knapp hinter der Goal-Line. Der Return geht immerhin bis an die 36-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, Belly Week. Da haben wir eine Menge Linebacker. Wir täuschen den Lauf rechts an, laufen aber über die linke Seite und kommen nicht mal am End vorbei. Ich mache mir Sorgen um die Linebacker und dann sowas. Zweiter Versuch und 11. So, wir nehmen den Trail, attackieren die Mitte mit Terrell Owens, mit Jason Witten und mit Cobb. Und los geht's. Und Cobb ist frei, hat den Ball, das ist ein neues First Down an der 48-Yard-Linie für die Cowboys. So, ein Run. Wir gehen über die linke Seite, von rechts wird ein Blitz angezeigt. Der kann uns aber egal sein. Elliott ist unterwegs, ist im Open Field. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Sehr gute Blocks, aber da sind auch Verteidiger des EA Sports Team, glaube ich, ineinander gelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und damit hat Elliott den Sekundenbruchteil, den er braucht, um außen durchzurutschen. Die Cowboys führen mit 7:0. Sehr guter Start in dieses Spiel. Sehen den Kickoff. Ball ist unterwegs. Geht bis an die... Wow, das ist die 5-Yard-Linie. Jetzt der Return. Da geht Jeff Heath aber mal feilschnell am Returner vorbei. Erster Versuch und 10. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer hier den Quarterback gemimt. Nummer 7, das sieht nach Michael Vick aus. So, wir gehen erstmal in eine Cover One Hole, in eine Man-to-Man Coverage. Ja, das ist Michael Vick. Erster Versuch und 10 an der 29. Boah, stark verteidigt von Sanders. Incomplete Pass, 2010. Und das ist ein Pick. Wo wirft denn Michael Vick dahin in die Arme von Sanders? Und der macht den Touchdown. Pick 6. Ein mehr als optimaler Start in dieses Spiel. Es ist noch nicht mal die Hälfte des ersten Quarters um. Und die Cowboys führen mit 14:0 gegen das EA Sports Team. Also, das ist doch mal ein Start. Wir sehen den Kickoff. Ball geht an die 6, an die 7-Yard-Linie. Jetzt der Return. Gestoppt an der 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Da muss er Sanders aber komplett übersehen haben. Erster und 10 an der 28-Yard-Linie. Laufversuch. Schauen wir es da. Stoppt den Run von Coleman. Tackle for loss. Oh, das war Van der Esch sogar. Entschuldigung, wir haben einen zweiten Versuch und 11. Wir blitzen mit Van der Esch. Der kommt aber nicht durch und das ist ein neues First Down. An der 46-Yard-Linie. Erster Versuch. Larry Fitzgerald von den Arizona Cardinals mit dem Catch. Erster und 10. Incomplete Pass. Jetzt wird Vick sicherer. Boah, Herman Moore, das ist aber schon ein Who is Who des Wide Receiver Corps, was hier auf dem Feld steht bei dem EA Sports Team. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Vick läuft. Sanders ist aber ebenfalls ganz schnell unterwegs, kann ihn stoppen an der 23-Yard-Linie. Nichtsdestotrotz ein riesenhafter Raumgewinn. Erster und 10 an der 23-Yard-Linie. Oh, da läuft die Marcus Lawrence zweimal ins Leere. Zweiter Versuch und 6. Wir gehen jetzt in eine... Nähern uns schon im Ende des ersten Quarters.
sehen aber noch ein Play. Wieder kommt die Marcus Lawrence nicht gut aus dem Block hinaus. Erster und 10, das Quarter ist vorbei, aber das EA Sports Team spielt jetzt hier mit. Erster und 10 an der 10-Yard-Linie. Es wäre noch ein First Down möglich, ganz knapp vor der Goal-Line. Und jetzt macht die Marcus Lawrence endlich mal den Tackle. Zweiter Versuch und 8. Ja, ganz einfacher Touchdown. Also dann, das EA Sports Team ist da. Herman Moore mit dem Catch, der PET. Ich versuche mit Brown von der rechten Seite aus vielleicht einen Block zu setzen, aber das gelingt nicht. Wir haben einen neuen Score, 14 zu 7 nur noch die Führung für meine Cowboys. Und wir sehen den Kickoff des EA Sports Teams. An die 8-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Ein sehr guter Return bis knapp vor die Mittellinie. An die 47-Yard-Linie ist Sanders da gekommen. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Counter Week, wir laufen. Eigentlich über die linke Seite, wo jetzt gerade der Blitz herkommt. Da gehen wir per Audible in einen Pass neben den X-Land. Schicken Terrell Owens auf eine Slant Route. Und der ist da vorne, Mutterseelen alleine. Kommt mit dem Ball in die Red Zone an die 17-Yard-Linie. Absolutes Big Play der Cowboys. Ein Counterplay. Rechts antäuschen, links laufen. Aikman, übergibt den Ball an Elliott und der kommt an die 11-Yard-Linie heran. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Die Cowboys sind auf dem Weg Richtung Endzone, wollen ihren dritten Touchdown. Nehmen wir einen Pass, wir nehmen den Stick. Owens und Cooper von der linken Seite auf einer Slant. Witten ist die Sicherung. Er bekommt den Ball und das ist ein neues First Down durch unseren Tight End. Der Ball ist an der 4-Yard-Linie. First and Goal Dallas. Jetzt wollen wir das Ding aber auch in die Endzone kriegen. Wir nehmen nochmal einen Stick, aber in der Variante mit nur einem Wide Receiver. Das ist Amari Cooper. Der Blick geht auch wieder raus zu Jason Witten. Ah, der ist Mutterseen alleine. Einfacher Pass, Touchdown der des Cowboys. So, der Kick ist gut. Und die Cowboys führen 21 zu 7. Aber es ist noch 1 Minute und 34 zu spielen hier in der ersten Hälfte. Alle drei Auszeiten, also da kann noch ein bisschen was passieren. Der Kick geht in die Endzone, kein Return. Wir sehen da Neil Down, heißt erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie für das EA Sports Team. Wir gehen in eine Zone Coverage. Erster Versuch und 10. Lauf durch die Mitte bis an die 32-Yard-Linie. Kein schlechter Run von Coleman. 2. und 3. Vollständiger Pass. Sean Lee ist direkt da, macht den Tackle. 3. und 1. Vic wirft. Boah, ein Riesenpass von Michael Vic. First down in der 49-Yard-Linie. Receiver geht ins Aus. Uhr bleibt stehen, alles richtig gemacht. So, 1 Minute und 6 haben wir noch zu spielen hier in der ersten Hälfte. So, blitzen wir doch mal mit Blitz. Versuchen wir doch mal, Michael Vick unter Druck zu setzen. 2. und 10. Und das ist der Sack, die Marcus Lawrence kommt durch. Das EA Sports Team nimmt die erste Auszeit. Haben jetzt aber auch einen 3. und 16 von der eigenen 43-Yard-Linie zu spielen. Schneller. So, ich nehme eine Auszeit.
Wenn man im 14 und 16 hätte das EA Sports Team jetzt die Uhr komplett runterlaufen lassen. Und da wir doch noch ziemlich viel Zeit auf der Uhr haben, können wir vielleicht hier doch noch was anstellen. Wir nehmen den Ball auf, nicht, dass er noch weiter nach hinten bedingt, aber an der 5-Yard-Linie. Eieieiei, das ist natürlich alles andere als eine gute Feldposition. Cowboy Slot Slant. Witten und Owens attackieren die Mitte. Wir achten mal auf Amai Cooper links außen. Ja, zwar ein 1 gegen 1. Wir gehen auf unseren Wide Receiver. Wir gehen auf Terrell Owens. Der geht ins Aus an der 34-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, wir nehmen den Slot Drive. Witten attackiert die Mitte. Owens attackiert aus dem Slot heraus. Wir schauen mal, was der Safety da hinten macht. Der ist verzweifelt und Terrell Owens hat den Ball. Das ist ein neues First Down an der 42-Yard-Linie. Die Cowboys im No-Huddle-Modus wählen wieder den Slot Drive aus. Diesmal geht der Ball zu Jason Witten. Der läuft ins Aus an der 28-Yard-Linie. Riesendrive der Cowboys. So, wir nehmen den Double Slant. Der Rechten, wir attackieren also die Außen. Und Terrell Owens hat den Ball. Kommt an die 8-Yard-Linie. Timeout der Dallas Cowboys. So. Cooper von links auf einer Slant Route. Witten ist die Sicherung. Der Ball geht in die Endzone und das ist der Touchdown von Amai Cooper. Ein wunderbarer Drive der Cowboys. Starkes Passspiel. Da hat echt alles funktioniert. 28 zu 7 der Spielstand. 8 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Aber das sieht alles nach einer ganz souveränen Nummer für die Cowboys aus. Der Kick geht bis in die Endzone. Das wird also keinen Return geben. Michael Vick und die Offense kommen nochmal aufs Feld. Erster und 10. Schneller Ball auf die Außen. So, jetzt nehmen sie noch einmal ein Timeout. 3 Sekunden vor dem Ende. Und werden eine Hail Mary probieren. Wir kontern. Haben 3 Defensive Backs hinten stehen zur Sicherung. Und es ist ein Lauf. Oh, gar keine schlechte Variante. Aber natürlich nicht. Erste Halbzeit. 28 zu 7 führend. Die Cowboys gegen das EA Sports Team trainiert. Von Tomlin, dem Head Coach der Pittsburgh Steelers. So, und wir gehen gleich rüber in die zweite Hälfte der Partie, die wir mit dem Kickoff eröffnen dürfen. Der Ball, wie gehabt, bis tief in die Endzone hinein. Kein Return. Kneel down heißt, wir haben einen 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Cowboy startet mit einer Cover zu einer Man-to-Man-Defense. 1. und 10. Oh, da kommt Quinn durch, macht den Sack und das war ein 10-Yard-Sack und der hat wehgetan. Schau mal durch, was wir hier noch bekommen. Nein, wir bleiben eine ganz klassische Cover 2 wieder, 2020. An der 15-Yard-Linie ist der Ball. Lauf über die Außen. Oh, wunderbarer Hit von Renfro. Jetzt ist es ein 3. Versuch und 19 und da gehe ich in eine Zone Coverage über. Ball an der 16. Die Marcus Lawrence kommt dann doch irgendwann mal durch. Holt sich den 2. Sack. 4. Versuch und 26. Der Drive des EA Sports Teams endet in einer Katastrophe. Sanders nimmt den Ball auf an der 45-Yard-Linie, retourniert dann doch über die linke Seite. Ich glaube, rechts wäre schlauer gewesen.
Aber der Ball ist schon in der Hälfte des EA Sports Teams an der 46-Yard-Linie, wenn ich das richtig sehe. So, ich glaube, wir können jetzt auch mal ein bisschen laufen. Elliott mit dem Run durch die Mitte. 2 Yards Raumgewinn. Immer den Drive-Through-Corner. So, Jarwin attackiert zusammen mit Witten die Mitte. Da geht der Ball auf unseren Tight End Nummer 2 und der hat ihn. First Down Cowboys an der 32-Yard-Linie. Aikman ist 10 von 10. Ein Counterplay. Rechts antäuschen, links laufen über Zeke Elliott. Boah, das waren 2 Yards. Das waren zwar deutlich mehr, aber leider nicht nach vorne, sondern zur Seitenlinie. Jetzt haben wir einen zweiten Versuch und 8. Nehmen wir den Cowboys Slot Under. Witten und Owens attackieren die Mitte. Der Blick geht auch wieder zu Amai Cooper raus, aber in der Mitte. Terrell Owens, Mutterseelen allein. Der Ball ist in der Red Zone. Ein Double Slant. Owens und Cooper von links. Cobb kommt von der rechten Seite. Ball geht auf Terrell Owens, der hält ihn fest. Wir sind an der 7-Yard-Linie. Nehmen den Stick. Cooper von links auf einer Slant Route. Jason Witten ist die Sicherung. Oh nein, nicht mehr in diesem Quarter, denn das dritte Quarter ist vorbei. So, wir gehen rüber ins Schlussviertel. Zweiter Versuch und 1. Wir täuschen den Lauf rechts an, gehen aber über die linke Seite. Elliott mit dem First Down. Ball ist an der 3-Yard-Linie. Ein Lauf über die Außen. Wir nehmen den Toss. Es geht über die rechte Seite. Elliott ist unterwegs, bekommt einen traumhaften Block. Touchdown Dallas Cowboys. Ein wirklich gutes Play, was die Cowboys hier zeigen. Es ist ein richtig gutes Spiel. In der Offense, in der Defense. 35-7. Die Führung für Dallas. Ein langer Drive, da haben wir viel Zeit von der Uhr genommen. Aber bei der Führung sei uns das auch erlaubt. So, wir sehen den Kick. Der Ball geht an die 5-Yard-Linie, wird dort aufgenommen jetzt. Oh, der war gar nicht verkehrt. Da wäre Coleman fast komplett durch gewesen. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Oh, da kommt die Marcus Lawrence fast durch zu Wick. Der wird den Ball noch los, aber der Preis wird teuer. Tackle for loss. Und wir gehen jetzt auch schon in eine Zone Coverage hinein. Kein Running Back bei Michael Vick im Backfield. Der wirft vollständig. Ball ist kurz vor der Mittellinie an der 49. Neuer erster Versuch um 10. Wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. Ist auch in die letzten 2 Minuten hier in Dallas. Die Führung der Cowboys, 28 Punkte. Da wird natürlich hier nichts mehr anbrennen. Erster und 10. Oh, ein sicherer Tackle von Renfro. Zweiter Versuch und 3. Ball an der 44-Yard-Linie. Laufversuch, ja, aber wenn sich der Running Back an der eigenen O-Line festläuft, dann muss man sich nicht wundern. Dritter Versuch und 2 von der 43-Yard-Linie. Und das ist der nächste Pick. Diesmal ist es Fender Ash. Interception Nummer 2 im Spiel. Erster Versuch und 10 für die Cowboys an der eigenen
42 Yard Linie. Wir bekommen jetzt hier nur noch fleißige Laufspielzüge. So, Elliott Run über die linke Seite. Hinter dem Fullback her, das ist ein First Down an der 44 Yard Linie. So ein Counterplay. Rechts antäuschen, links laufen. Und wieder ist da, ach du Gott, sind das Lücken. Elliott mit dem nächsten Touchdown. So, wir sehen noch den PT. Auch der ist gut und die Cowboys führen 42 zu 7. Gegen das EA Sports Team. Das ist schon eine ganz üble Klatsche, die sich hier abholen. Kick ist unterwegs, geht an die 5-Yard-Linie. Jetzt der Return. Mörder-Hit, aber der Ball wird festgehalten. Erster und 10 an der 26-Yard-Linie. 1 Minute und 2 Sekunden haben wir noch zu spielen. Cowboys bleiben in der Zone Coverage. Erster und 10. Tackle von Tillman. Heißt, wir haben einen 2. und 8. War der vollständig? Nein. Doch, der war vollständig. Neuer erster Versuch und 10. Herman Moore, ein Wahnsinns-Catch. Der Ball ist an der 44-Yard-Linie. Erster und 10. Let's go, D. Big series right here. So we gotta step it up. Wieder ein vollständiger Pass, ein schönes Tackling von Van der Esch. Zweiter Versuch und 9. Ball an der 45-Yard-Linie. Letzten 30 Sekunden laufen bereits. Das ist ein neues First Down an der 43-Yard-Linie. So, die Sekunden laufen weiter. Ball ist an der 43-Yard. Oh nein, das war eine Incompletion. Da kann der Wide Receiver den Ball nicht festhalten. Da hatte er eigentlich alle Zeit der Welt, alle Möglichkeiten. 2010 an der 43. Vollständiger Pass. Die Sekunden laufen weiter runter. Wir sehen kein Timeout. Das war's. 42 zu 7 schlagen die Dallas Cowboys das EA Sports Team. Ein guter Start in diese Solo-Battle-Woche. So kann es weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.